und Alois Schroll von der SPÖ setzt fort. Danke, Frau Präsidentin, Frau Staatssekretärin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, man braucht, glaube ich, nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die wirtschaftliche Situation ist angespannt, auch sehr angespannt natürlich in jenen Betrieben, die im Tourismus tätig sind, Hotellerie, Gastronomie, Restaurant und was alles dazugehört. Und teilweise kämpfen diese wirklich ums nackte Überleben. Da ist doch ganz klar, dass die Firmen hier alle Möglichkeiten versuchen, um auch Kosten einzusparen. Und geschätzter Herr Gabriel Obernosterer, Herr Kollege, weil du gestern das angesprochen hast, also dass die Regierung sehr viel für diese Betriebe in den Corona-Hilfen so gemacht hat. Und das ist doch unsere Meinung vom Club der Sozialdemokratischen Fraktion, dass das auch richtig war und dass es auch gut war. Ja? Aber du hast gesagt, du hast es gestern auch so gebracht, wie wenn alles okay und alles gut und alles in bester Ordnung wäre. Und ich erlebe es wirklich tagtäglich, dass ich Mails bekomme, aber auch natürlich bei mir in Niederösterreich und natürlich auch speziell im Mostviertel Mails und Telefonate bekomme, wo die Gastronomiebetriebe, Hotelleriebetriebe massive Probleme haben. Genau, natürlich im Bereich Energie, Gaspreise, Strompreise. Und deswegen möchte ich euch wirklich heute noch einmal eindringlichst ersuchen und bitten, endlich den von uns schon so lange geforderten Gaspreisdeckel endlich einzuführen. Weil nur so kann nämlich genau dieses Problem an der Wurzel behoben werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen, weil auch der Kollege Karl-Heinz Kopf hier sitzt, Karl-Heinz Kopf als Wirtschaftskammer, Generalsekretär und der Christoph Neumeier von der IV haben in einer Tageszeitung vor ein paar Tagen gefordert, endlich die Energiehilfen für die Betriebe kräftigst aufzustocken. Und könnt ihr euch erinnern, wie wir vor ein paar Wochen da gestanden sind, wo wir gesagt haben, die 1,3 Milliarden Energiehilfen bringen nichts. Das bringt nichts, weil das Problem nicht an der Wurzel geklärt wird. Aber ich möchte eigentlich wieder zurückkommen zu dem Kinderbetreuungsangebot in den Hoteliers. Ich kann nur sagen, an dieser Stelle möchte ich das 3G-Programm vorstellen, was unser Landeshauptmann, Stellvertreter Franz Schnabel und eine Landtagsabgeordnete Bürgermeisterin aus St. Valentin, Kerstin Sucher-Meyer, vorgestellt haben. Das Programm Kinderprogramm 3G, ganztägig, ganzjährig, gratis. Das ist nämlich wirklich ein Vorzeigeprojekt, wäre für ganz Österreich wirklich ein Projekt, wo es auch den Betrieben im Tourismus, in der Tourismusbranche helfen würde. Setzen wir es gemeinsam um. Wir sind dazu bereit. Danke. So, der Abgeordnete der SPÖ, Alois Schroll, und er kommt aus Amstetten in Niederösterreich.